auch eure Zusatz, ne? Ich sehe da nur einen Mann stehen und der lehnt ans Fahrzeug gelehnt und wird von irgendwelchen Memmen festgehalten, wegen Grundgesetz vorlesen. Hammer. Ich hab denen das erzählt, Hadi. Was denn? Ich hab denen das eben erzählt. Alter? Ja. Die machen ja irgendwie einen Job. Anwalt, Ulrich ist bei uns unterwegs. Die laufen jetzt alle darüber. Ulrich ist bei uns unterwegs. Ulrich? Wer ist denn Ulrich? Blindes Huhn, rosa Brille. Ja, aber wie denn? Ein Kantenmann. Wir haben das lange verstanden. Gar nicht. Schlimm. Ja, besser ist das. Weil die Polizei wird bestimmt nicht drauf aufpassen, wenn er geht. Nee, nee. Gucken, wie viele Wohnungseinbrüche. Da haben sie nicht genügend Personal hier. Wie viele Fahrräder werden geklaut? Irgendwelche Vergewaltigungen. Ihr nehmt die Ordnungswidrigkeiten auf die Zehen. Schämt euch. Richtig kriminelles Verbrechen. Menschenhandel. Tschö, tschö, Chef. Was ist das denn? Anweisung für Untertanen. Oh, hier haben sie Nagelbretter ausgelegt für uns Fahrradfahrer. Was, ja? Das, muss man jetzt mit Arbeitsschutzschuhen mit Stahlsohle durch die Stadt gehen, dass man sich nicht mit dem Nagel einschützt. Super. Ganz dringend die Pforten mit aufnehmen lassen. Weiß jemand, wie lange die Maßnahme schon dauert? Ja, ja, bis der Dienst vorbei ist, ne? Wahnsinn! Hammer! Hast du mal eine Zigarette vielleicht oder drehst du selber? Ich dreh selber. Kannst du das auch? Ja. Ist alles drin. Kannst du mal ein Fahrrad hier entlehnen, warte? Deshalb fliegen sie die ja ein, dass sie keinen Bezug haben. Ja. Jeder Deutsche hat das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Außer dieses Recht wird eingeschränkt von Polizisten aus NRW, die in Dresden das Grundgesetz und die sächsische Verfassung auf den Boden schmeißen und mit Füßen treten. Dieses Recht, dieses Grund- und Menschenrecht, was jedem zusteht, darf von der Polizei in NRW mit Füßen getreten werden. Und zwar nicht etwa aufgrund eines Gesetzes, sondern aufgrund einer Verordnung, die sächsische Staatsregierung alle 2 Wochen ändert, dass keiner mehr weiß, was gerade gültig ist. Herzlichen Glückwunsch. Das ist kein Rechtsstaat mehr und deswegen haben wir alle das Recht auf Widerstand nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz, das da unten auf dem Boden liegt. Herzlichen Glückwunsch, liebe Polizisten aus NRW, die ihren Eid auf unsere Verfassung, auf unser Grundgesetz geschworen habt und nicht auf unsere geliebte Gottkanzlerin Angela die Erste Merkel. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr seid richtig stolz auf euch und könnt heute Abend im Hotel noch ein bisschen Mütze-Glatze spielen. Diese Polizeimaßnahme dauert jetzt schon rund 10 Minuten und das, um Personalien festzustellen.
Jemand, der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, könnte meinen, es sollte der Einschüchterung dienen. Aber auf die Idee komme ich natürlich nicht, weil ich auf den Kopf gefallen bin. Steckt da doch der linke Finger ins rechte Arx, brennt auch. Dankeschön. Warum NRW? Weil die Dresdner das nicht machen würden mit einer eigenen Bevölkerung. Deswegen schicken sie euch. Ja, wir sind auch ganz stolz auf euch. Mhm. Wahnsinn. Der in der Mitte ist bestimmt der Chef. Nee, bitte. Nie auf Einzelne gehen. So, kleine Mann-Syndrom. Ja. Napoleon war auch so. Ach, der ist doch gefälscht, weiß ich doch, sehe ich doch auf jeder Demo. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich ein Abwahlverfahren gegen den Oberbürgermeister Dirk Hilbert angezeigt habe? Es hat 4 Wochen gedauert, bis mir die Stadtverwaltung geantwortet hat. Das Rechtsamt, oh, jetzt kommt noch einer. Jetzt werden wir auch abgeholt. Also das Rechtsamt der Stadt Dresden hat 4 Wochen gebraucht, um mir mitzuteilen, dass es wohl vorläufig rechtlich zulässig ist. Und jetzt können Unterschriften gesammelt werden. Wir brauchen 87.000 Unterschriften, damit Oberbürgermeister Dirk Hilbert überhaupt abgewählt werden kann. Gewählt worden ist er mit 100.000 Stimmen. Und um ihn dann letztendlich abzuwählen, braucht es ungefähr 218.000 Stimmen. Also doppelt so viele Stimmen, wie er gekriegt hat, als er gewählt worden ist. Das ist in der sächsischen Gemeindeordnung so festgelegt. Und der zweite Schritt wird natürlich sein, den ich mache, ein Volksbegehren einzuleiern, dass man die sächsische Gemeindeordnung ändert, dass also das Quorum von 20% auf 5% gesenkt wird. Jawohl. Wo kann man unterschreiben? Ich kriege erst nächste Woche Post. Dann kriege ich Hinweise, wie ich die Unterschriftenliste zu machen habe. Und dann mache ich schöne Videos. Und zwar hast du, ja. Und dann werde ich das nicht als PDF-Datei machen. Und dann kann sich das jeder selber ausdrucken und Unterschriften sammeln. Das ist der Unterschied zu allen anderen Volks- oder Bürgerbegehren. Weil inzwischen haben wir Internet und Telegram und hast du nie gesehen. Also ich bin guter Dinge, dass wir mindestens mal die 87.000 Unterschriften zusammenkriegen. Nachdem unser geliebter Oberbürgermeister, der dicke Despot Dirk Hilbert, das Versammlungsrecht in Dresden mit Füßen tritt, nachdem er letzten Juli noch gesagt hat, er könnte keine Nacht ruhig schlafen, wenn der Stadtrat über das Versammlungsrecht befinden dürfte. Jetzt kann er es ganz allein und jetzt kann er offensichtlich ganz gut schlafen. Herzlichen Glückwunsch, lieber dicker Dirk Despot Hilbert. Er hat übrigens in der Stadtratssitzung davon gesprochen, dass das nur Despoten machen. Und genau deswegen nenne ich Dirk Hilbert den dicken Despoten. Und wir sind alle dankbar dafür, dass die Polizei aus NRW extra dafür hergekommen ist, um unser Grundgesetz und um unsere sächsische Verfassung auch mit Füßen zu treten. Danke, liebe Polizei NRW, das ist euer Beifall dafür, dass ihr unser Grundgesetz mit Füßen tretet, auf das ihr geschworen habt. Dankeschön.
dich erinnern. Wir lieben euch. Da war ich noch klein, aber heute bin ich da. Da war ich noch jung. So jung bin ich heute da. Ja. Wir lieben euch wirklich. Und wir haben auch Mitleid mit euch, dass ihr das machen müsst. Und dass ihr nicht genug Arsch in der Hose habt, zu remonstrieren. Ist kein Recht, ist eine Pflicht übrigens, aber geschenkt. NRW gleich wieder einschreiten. NRW ist wieder da, ja, ja. Naja, lass uns da jemand der Lungen jetzt. Eine illegale Einweihungsfeier. Da gehst du also hin. Viel Spaß. Bis dann. Und das Versammlungsrecht sagt, das Versammlungsrecht kann eingeschränkt, aber nicht komplett gekippt werden. Es ist unantastbar in seinem Wesensgehalt. Ich kann euch die einzelnen Paragraphen nicht nennen, aber die existieren. Ihr könnt das gerne nachlesen. So, die Maßnahme dürfte jetzt schon eine Viertelstunde dauern. Hat aber garantiert nichts mit Abschreckung zu tun und Einschüchterung. Ihr könnt so stolz auf euch sein. Mutti ist stolz auf euch. Ja. Hat er eigentlich Widerstand geleistet? Nee. Nein. Wie ist er auf dem Boden gelandet? Wir haben ihn runtergezogen und gleich draufgesprungen. Ja. Wegen Verlesens des Grundgesetzes? Ja, selbstverständlich. Das ist doch strafbar. Ja. Nein, dann war das beendet. Das ist nur strafbar, wenn das Mannschaft das macht. Also bleibt der Denker.